So, bevor wir den nächsten Musik-Act jetzt euch präsentieren wollen, kommt jetzt erstmal das Video mit dem Gruß für den heutigen Tag von Ken und von Pedro. Hallo Hannover, schön, dass ihr da seid. Wir wären gerne auch bei euch. Wir haben gehört, was da gerade los ist. Kacke deutsche Einheit, Einheitsfeier. Frau Merkel ist da, Herr Gauck ist da und Gott sei Dank sind auch ihr da, um gegen sie zu protestieren. Wir wären gerne bei euch, aber wir sind in Kalkar. Weil in Kalkar, das ist ein kleiner Ort im Niederrhein, da wird gerade eine NATO-Kommandozentrale hochgezogen für die zukünftige Luftkriege der NATO. Das heißt, hier wird ein Ort geschaffen, wo Menschen sitzen am Joystick und einfach Kriege führen für die Zukunft. Und das wollen wir nicht so geschehen lassen. Wir wollen diese Kriegstreiber auf den Leim rücken. Ja, das ist absolut richtig. Und ich denke mal, auf den Leib rücken oder sich, ja, die stören, ist, glaube ich, trifft das wohl eher, weil was in Kalkar bereits passiert ist, dass dort ja über 1000 Leute bereits arbeiten. Das ist alles so ganz beschaulich, das sind so Bürogebäude, weil die Kriege der Zukunft, die ja schon laufen, sogar Drohnenkriege zum Beispiel, das ist ja eben nicht mehr so, dass Kampfjets von irgendwo abheben mit riesen Getöse und die landen dann irgendwann und die Bomben sind nicht mehr unter den Flügeln, sodass das auch jederlei erkennen kann. Nein, da geht man in seine Container und irgendwo fliegen Drohnen rum und man steuert die per Satellit. Die bringen dann irgendwo weit draußen Menschen um und das bekommen wir alles nicht mit, weil es gibt natürlich davon Bilder, aber die bleiben bei den Militärs. Das sind die Kriege der Zukunft und das sind natürlich Ressourcenkriege. Und Deutschland, das habe ich auch neulich schon mal betont, ist jetzt da nicht nur ausführendes Organ, dass sie das einfach machen müssen, weil man das in Washington beschlossen hat, sondern Deutschland ist da mit aktiv und sagt, amerikanische Ressourcenwege, das ist schön, aber auch deutsche Ressourcenwege, auch wir wollen teilhaben, auch wir wollen solche Drohnen haben, wir wollen jetzt wieder im großen Stil mitmischen. Und das stört mich persönlich, weil ich meine, von hier, vom deutschen Boden, ist der Erste und Zweite Weltkrieg doch teilweise mit ausgegangen, um es mal salopp zu formulieren. Und dass wir jetzt diesen Dritten Weltkrieg quasi auf diese Tour mit ankurbeln, in der Hoffnung, dass wir das kontrollieren können, das ist irre. Ja, das ist irre, weil man attackiert dann möglicherweise auch Atomkraftwerke, ja, weil es ist ja ein Krieg, der arbeitet nicht nur mit Drohnen, sondern der fasst ja auch den Cyberwar zusammen, dass man einfach zum Beispiel Atomkraftwerke, dass man die eben mit Stuttmecks vollballert und die einfach destabilisiert. All das wird von Militärs durchgedacht, und weil sie glauben, dass so Kriege gewinnbar sind. Und Krieg sollte ja kein Mittel mehr sein im 21. Jahrhundert, dass man, um miteinander zu kommunizieren, weil es ist total vermessen, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, was in Kalkar passieren soll. Also alle Waffensysteme, die es bisher gibt, alle Tötungsmethoden sollen zusammengefasst werden und dann immer diese Hybris, dass man das kontrollieren könnte. Und wenn man das diesen Männern, das sind ja oft alte Männer mit kurzen Haarschnitten, wenn man denen das durchgehen lässt, dann hat man nicht mehr alle Nadeln an der Tanne und dann hat man auch keinen Respekt vor der kommenden Generation, weil die wird uns irgendwann fragen, wenn wir The Day After Life spielen, ihr wusstet das alles und ihr habt das geschehen lassen in der Hoffnung, dass die da oben ein wenig zur Vernunft kommen. Dieses Headquarter ist eben nicht irgendwo bei draußen, es ist in Deutschland, es ist in Kalkar und von dort aus soll Krieg geführt werden, ja, gegen den gesamten eurasischen Raum. Das heißt, Deutschland ist mit dabei, den gesamten eurasischen Raum den Krieg zu erklären, wenn man das in Washington möchte und wie das im Moment so ein bisschen aussieht, die Vorstufe erleben wir gerade in der Ukraine. Und das wird dagegen ein Kindergeburtstag gewesen sein und dagegen muss man auf die Straße gehen. Deswegen sind wir in Kalkar, ich wäre auch gerne bei euch in Hannover, um meinem Freund Gauck und meiner Freundin Merkel das die Hand zu reichen, aber ihr seid ja da und wir sind in Kalkar und ihr setzt dort ein Zeichen und wir setzen in Kalkar ein Zeichen. Ja, der Krieg beginnt hier. Der Krieg wird auch von hier gemacht. Und deswegen gilt es auch, dass wir hier auf die Straße gehen, dass wir das nicht geschehen lassen, ohne ein lautes Nein, ohne ein lauter Protest. Denn für jeden Krieg gehört auch, wenn man es erfolgreich führen will, für die Kriegstreiber ein ruhiges Hinterland. Und das gilt es zu verhindern. Es darf kein ruhiges Hinterland geben für die Kriegstreiber. Und deswegen ist es unsere Aufgabe für alle friedliebende Menschen, dass in der kommenden Zeit alle Orte der Kriegsmaschinerie, dass diese nicht einfach so funktionieren können. Dass die nicht einfach das machen, was sie gerade tagtäglich tun, ohne dass es da Reibung gibt. Wir haben die Aufgabe, Sand im Getriebe zu werden, diese Kriegsmaschinerie. Und es ist auf der einen Seite sind es eben diese Kommandozentralen, die in Kalkar, die in Ramstein und andere, aber es gibt, Krieg ist auch nicht nur die Maschine, die Rüstungsindustrie, die Kommando-Headquarters und so weiter. Zum Krieg gehört auch die geistige Mobilmachung. Zum Krieg gehört auch diejenigen, die Krieg predigen. Und die sind heute bei euch.
Nämlich Frau Merkel und Herr Gauck. Wenn man überlegt, was im letzten Jahr alles passiert ist, im Jahr 2014, das kann man sich ja gar nicht mehr fast vorstellen, wie schnell und wie viel an kriegliche Politik gelaufen ist, wie viele Tabubrüche es in diesem Jahr gab. Ich meine, in Ukraine, was wir dort erlebt haben, war eine verbrecherische Politik seitens des Westens, seitens auch unserer Regierung, die dort mitgeholfen haben oder aktiv mit dabei waren, dieses Land auseinanderzureißen, in einen Bürgerkrieg zu treiben und dabei sich nicht zu schade waren, mit Faschisten, mit Nazis, mit Leuten, die SS-Munition tragen, mit der Bruderpartei von der NPD, die Soroda-Partei, die Hand zu schütteln, wie Herrn Steinmeier das getan hat. Das hat eben das alles haben sie gemacht, das war überhaupt kein Problem. Für ihre geopolitischen Interessen paktieren sie mit Nazis, treiben sie ein Land in den Bürgerkrieg und es kommen, erreichen uns täglich Schreckensnachrichten von Massengräbern, von unglaublichem Elend, die es in der Ostukraine gibt. 1 Million Menschen sind dort auf der Flucht und unsere Regierung trägt dafür eine Verantwortung. Und die Frau Merkel, die heute sich feiern lässt am Tag der Deutschen Einheit, da gibt es nichts zu feiern. Und ihr, Gott sei Dank, steht morgen da oder auch heute am 3. Oktober und sagt, nein, Frau Merkel, Sie repräsentieren uns nicht mit der Politik, die Sie dort in der Ukraine gemacht haben. Und auch dann ging es dann weiter mit Gaza, wo die israelische Regierung eine Art verbrecherische Politik gemacht hat, auch zum wiederholten Male in Gaza, die einfach mit humanistischen Grundwerten überhaupt nicht vereinbar ist. Es ist Antihumanismus pur, ein Gebiet mit 2 Millionen Menschen praktisch wie ein Gefängnis, zu einem Gefängnis umzuwandeln und dann noch ständig zu bombardieren. Ich weiß nicht, wo wir sowas in der Art gerade finden. Eine Art, ja, eine Lagerbildung, die man gleichzeitig mit Bomben überzieht. Das ist imperiale Barbarei. Und auch hier war unsere Bundesregierung nicht untätig. In den letzten Jahren, das haben auch viele Zeitungen berichtet, sind die Waffenlieferungen von Deutschland und Israel verstärkt worden. Die militärische Unterstützung des Staates Israel seitens der Bundesrepublik verstärkt worden. Und das ist einfach nicht okay. Das können wir nicht so geschehen lassen. Das ist kriminell, dass man diesen Staat Israel und diese kriegerische Politik dann noch mit Waffengeschenken, unter anderem Atom-U-Boote, unterstützt. Und die Geschichte ging ja noch weiter in diesem Jahr, auch was im Irak passiert, dass jetzt wieder mal ein Tabu gebrochen wird, dass deutsche Waffen ganz klar in Krisengebieten geschickt werden. Ich meine, bis jetzt gingen fast alle Waffenlieferungen auch irgendwie indirekt in den Krisengebieten, aber diesmal ist es ganz offensichtlich. Ja, jeder weiß, da tobt ein Krieg, man weiß nicht genau, welche Parteien gerade gegen wen kämpfen. Da wird die ISIS die ganze Zeit in den Medien uns vor die Nase gehalten, dass man jetzt unbedingt was machen muss und noch mehr Waffen in diese Region schicken muss, die dann später genau bei solchen kriminellen Barbaren wie ISIS auch landen werden. Auch das haben wir in diesem Jahr erlebt. Und die Verantwortlichen dieser Politik sind jetzt hier in Hannover und wollen Deutschen Einheit sich feiern lassen. Da gibt es nichts zu feiern. Und Herr Gauck, ich meine, Präsident der Herzen, hat mal die Bild-Zeitung, glaube ich, über ihn geschrieben, wie ich nur sagen muss. Also, ich kenne keinen militaristischeren deutschen Präsidenten seit Hindenburg, wie diesen Herrn Gauck. Ja, das ist ein Kriegspräsident, nichts anderes. Wenn er von Zunahme deutscher Verantwortung spricht, spricht er eigentlich nur von militärischer Verantwortung. Der hat scheinbar irgendein persönliches Trauma gegen den Ostblock, ich weiß nicht genau, was ihn treibt, aber er ist wirklich Speerspitze eines Propagandakriegs gegen den Osten. Er will eine Art neuen, sozusagen ein Propagandist eines neuen Kalten Krieges. Und es ist schön, dass ihr da seid in Hannover am 3. Oktober, um Nein zu sagen zum Herrn Gauck. Er repräsentiert uns nicht. Nein, auf keinen Fall. Und ich möchte hier genau darauf eingehen. Tag der Deutschen Einheit ist mit diesen beiden Figuren, aber eigentlich müsste ja auch Panzer-Uschi, also von der Leyen auch noch mit eindecken. Das ist kein Tag der Deutschen Einheit, weil ich glaube, der 3. Oktober 2014 ist ein Datum, wo man sagen kann, diese beiden Personen unter anderem, ne, als Stellvertreter, als Pressesprecher der NATO, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, die spalten ja das Land, die spalten Europa. Ja. Also wir reden vielleicht von deutscher Einheit, ja, aber dass Deutschland überhaupt vereinigt ist, das haben wir doch unter anderem auch den Russen zu verdanken, was wir im Moment erleben, ja, also dass das große Muster dahinter ist, dass doch alte Feindbilder wieder neu aufgelegt werden. Also hier werden neue Grenzen hochgezogen. Da kommt ein Klitschko nach Berlin und bittet auch die Regierung darum, ob sie nicht mitfinanzieren wollen, die neue Mauer in der Ukraine.
wie jetzt, Deutschland ist immer los, jetzt soll die dort aufgebaut werden. Also das ist das, was wir im Moment erleben, dass wir plötzlich Angst haben sollen vor den Russen. 90% der Deutschen machen das Gott sei Dank nicht, trotz dieser fürchterlichen Propagandapresse. Sind nicht ganz so blöd, weil sie sich an Stalingrad noch erinnern können. Aber diese beiden Figuren, Gauck und Merkel, stehen für mich vor allem für eine unglaublich verlogene Politik, die wirklich mit zweierlei Maß misst. Und weil du es gerade angesprochen hast, Petran, ich möchte mal auf Gaza zu sprechen kommen. Solche Zahlen wie 3000 Tote, das sind 90% davon Zivilisten, von diesen 90% Zivilisten sind die meisten Frauen und Kinder. Und eine Zahl, die ich auch irgendwo gelesen habe, wo ich auch Bilder zugesehen habe, neulich auf einer Ausstellung, die es tatsächlich gab, 25.000 Verletzte. Das ist Wahnsinn. 25.000 Verletzte, und halt schwer Verletzte. Das ist so absolut irre. Ja? Und das hat Deutschland mit unterstützt. Da haben sie eine Demo gemacht vom Brandenburger Tor, wo sie sagen, wir müssen solidarisch sein, nie wieder Judenhass, was ich absolut richtig finde. Aber nie wieder Judenhass bedeutet das automatisch, man darf jeden, der kein Jude ist, der meinetwegen dem Islam angehören könnte, darf ich den dann hassen. Ist das, und das ist etwas, was mir wirklich gegen den Strich geht. Wir sollten, und wir leben ja auch eigentlich in einer Zeit, wo wir merken, wir sind so viele Menschen, wir haben Probleme, die nur global zu lösen sind. Ja? Wir können Klimaprobleme nicht lokal lösen, wir können Hunger nicht lokal lösen, wir können diese Probleme, die wir haben, nur als Menschheit gemeinsam lösen. Und da gibt es zwei Figuren, die so tun, als wären wir im 20. Jahrhundert, als könnte man die Grenzen zumachen und müsse sich gegen die anderen wehren. Der Wahnsinn ist doch, dass die sich gegen uns nicht wehren können, weil wir greifen doch die dauernd an. Wir unterstützen dort doch die korrupten Machthaber, die dann ihr Volk unterstützen. Jetzt stellen sich diese beiden Figuren hin und wollen sich feiern lassen als die, die das Schlimmste verhindert haben. Dabei sind sie diejenigen, die jederzeit dabei sind, den letzten Mist einzurühren. Und was sich auch einer Frau Merkel wirklich bescheinigen kann, ist, die Frau hat ja auch nicht für 5 Cent Stil oder auch sowas wie einen Ehrenkodex. Da wird die von ihrem amerikanischen Friedensnobelpreisträger, den ich ja nur Friedhofsnobelpreisträger nenne, jahrzehntelang abgehört. Und dann geht die zur Tagesordnung über und tut wirklich alles dafür, dass der Kronzeuge der NSA-Affäre aus Norden hübsch in Moskau bleibt. Das ist die Frau, die sich für die deutsche Einheit feiern lässt. Dabei wäre sie ohne die Einheit selber ja nie auf diesem Sitz, auf dem sie da ist. Ja? Das ist eigentlich alles lächerlich und eine Farce, dass man sich die Frage stellen muss, warum so wenig Leute auf der Straße sind. Anyway, ich finde, und dafür bin ich auch Petram dankbar und auch den Kollegen in Kalka dankbar, ich bin ja jetzt relativ neu in der Friedensbewegung oder aber schon länger Aktivist, ja? Und du bist ja schon viel länger dabei, aber die in Kalka sind ja schon viel länger dabei, die klassische Friedensbewegung. Und wir zeigen hier, dass wir nur gemeinsam, ja, in Deutschland ein Zeichen setzen können für den Rest Europa, weil das strahlt ab. Wir reden gar nicht von den sozialen Ungerechtigkeiten, von den Schieflagen, die es in Europa gibt, weil es der nächste Krisenherd, ja, der dann gekämpft wird mit neuester Technologie. Wir zeigen hier, dass es nur einen Schulterschluss geben kann, wenn wir untereinander uns nicht einig sind, wenn wir nicht feststellen, dass wir alle im selben Boot sind, also in dem Rettungsboot sind. Da haben wir irgendwas falsch gemacht und darauf setzen noch einige Leute. Wir zeigen das in Kalka, ihr zeigt das in Hannover. Es muss eine Einigkeit dahingehend geben, dass wir sagen, Krieg ist auf gar keinen Fall mehr ein Mittel im 21. Jahrhundert, um miteinander zu kommunizieren. Es geht auch nicht darum, in Europa den Krieg zu bewahren, weil der ist ja längst flöten seit 1999 mit Jugoslawien. Wir haben den ja in der Ukraine, auch sowieso, auch wenn wir die Bilder hier nicht zeigen. Es geht darum, dass wir uns an Frieden zurückhaben wollen. Und das heißt, man muss für diesen Frieden kämpfen, aber eben nicht nur, indem man auf die Straße geht, sondern muss eben auch die Systeme bekämpfen und auch dort fronten, wo der Krieg organisiert wird. Und deswegen sind wir in Kalka, sonst wären wir blauäugig. Deswegen brauchen wir beide Seiten. Wir brauchen auf der einen Seite diejenigen, die vor den sogenannten sich selbst feiernden Politikern sagen, Entschuldigung, da gibt es gar keinen Grund für dich, weil wir versauen dir die Premiere, das ist euer Job. Und unser Job ist, zu denen hinzugehen, die immer Befehlsempfänger sind, sagen, dir ist schon klar, dass die Freiheit, die du in Kalka angeblich verteidigst, möglicherweise dann auch mit Atomwaffen, ja, was ist das denn für eine Freiheit, wenn da eigentlich am Ende gar keiner mehr übrig ist? Also wer soll denn nach einem Atomkrieg zum Beispiel diese Freiheit noch wahrnehmen? Darüber denken die ja nicht nach. Wir müssen das tun, ihr müsst das tun. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen, was wir umsetzen können. Wenn der Irrsinn so weit gediehen ist, ja, dass keiner mehr grundsätzliche Fragen stellt, nämlich kann es sein, dass uns das vollständig aus dem Ruder läuft und dass das aber global dann wird, dann müssen wir es tun, weil du bist ja noch nicht 40. So. Nur richtig, du bist gerade 40 geworden, glaube ich, ja? Der sieht genau aus, der Kollege. Und ich bin ja schon ein bisschen älter, aber ich möchte gerne noch die nächsten 25 Jahre meinen Kindern sagen, wir haben das Schlimmste verhindert und nicht sagen, wir wussten es, wir haben es immer geahnt, aber wir dachten, die werden das doch nicht machen. Was ich festgestellt habe, ja, je weiter ein Land nach oben kommt, je erfolgreicher es wird, je erfolgreicher eine Nation wird, desto stärker ist die Arroganz und diese Hybris, mir kann nichts mehr passieren, ich kann alles machen. Und was an Technologie gebaut wird, soll am Ende auch eingesetzt werden. Einfach mal die Spielkinder sind diese Männer. Ich habe jetzt diese tollen, super schönen Waffen, wo ich irgendwelche Menschen umnieten kann, Enthauptungsschläge. Lass uns das doch jetzt mal probieren. Dort oben herrscht alles andere, aber auf gar keinen Fall Vernunft. Weil wer Atombomben hat, ja, und glaubt, Atomkriege seien gewinnbar auf einer Kugel, die endlich ist, mit den Waffen, die wir heute haben, mit der Schlagkraft,
der ist irre. Ja, und das müssen wir stoppen. Dagegen müssen wir was unternehmen. Wir müssen wirklich unseren Arsch ins Rennen bringen und sagen, wir haben die Faxen dicke, als hätte es die Friedensbewegung in den 80er Jahren Pershing so nie gegeben. Nein, die Waffen werden modernisiert, Kriege werden führbar und wir denken, damit ist das vom Tisch, weil die haben ja früher schon mal dagegen demonstriert. Ja, es ist relativ wenig passiert. Im Gegenteil, in stillen Kämmerlein wird aufgerüstet. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir kollektiv auch mal sagen, in Deutschland, wir, also ich auf jeden Fall, und Peter, da weiß ich das, wir haben es echt satt. Und wir können auf diesem Gebiet auch mal unangenehm werden, nämlich ganz schön penetrant, weil wir gehen da, wo wir jetzt sind, auf gar keinen Fall mehr weg. Also ihr in Hannover und ihr in Kalkar, das ist der Anfang einer neuen kollektiven Friedensbewegung, wo wir einfach mal zeigen, wir können auch anders. Wir gehen dort nicht mehr weg, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir können verdammt unangenehme Gesprächspartner sein. Also das weiß man von mir auch. Und wenn es um Frieden geht, ja, sorry, aber da hört der Spaß auf. Ja, und ich meine, Ken hat es angesprochen, die politischen Entscheidungsträger, die sind, wenn man es wirklich ernst nimmt, was für Probleme wir weltweit haben und was sie gerade tun, die sind einfach wahnsinnig. Die tragen uns in Kriegen. Wenn man sich aber anschaut, wie die ökologischen Probleme gerade zunehmen, ja, ich meine, die tun da nichts. Frau Merkel bleibt ja auch irgendwelche Klimagipfel einfach mal fern. Als ob es nicht dringend diese Probleme wäre, die Erde zu retten. Stattdessen hängt sie wahrscheinlich mit irgendwelchen Finanzlobbys zusammen und lässt sich mal wieder beraten, wie sie die Menschen besser auspressen kann. Wir können da nicht mehr zugucken. Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, ist für uns Tag der Empörung. Wir empören uns in Kalkar, in Hannover, aber auch in Hamburg. Gibt es Demonstrationen vor der Zentrale der Zeitschrift Die Zeit gegen die geistige Mobilmachung, gegen die Propaganda, gegen diese Kriege. Wir sind da, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Wir sind Teil einer neuen großen Friedensbewegung, die hoffentlich dazu beitragen kann, dass die Welt ein Stück friedlicher wird, dass die Kriegstreiber von heute keine Ruhe haben. Kein ruhiges Hinterland bedeutet, dass auch Kriege schwerer werden. Tun wir unser Möglichstes dafür. Wir sind gerade am Anfang und machen wir weiter. Danke dafür, Petran. Vielleicht nochmal, du gerade die Presse angesprochen hast, die Zeit als Zentralorgan hier in Deutschland, ja, für das, was die NATO gerne wünscht, was wir denken sollen. Also man muss ja ganz klar sagen, weil du auch von geistiger Mobilmachung gesprochen hast, das alles wäre ja so nicht möglich ohne diese flächendeckende, gleichgeschaltete Alpha-Journalisten-Presse, die uns dauernd erklärt, dass das, was wir da draußen empfinden, völlig anders ist, ja. Dieser Presse können wir nicht mehr vertrauen. Ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe ja früher für die gearbeitet, ohne das genau zu merken. Und als ich es gemerkt habe, als ich da erwacht wurde, sozusagen, ist mir klar geworden, wie man auch zum Mittäter wird. Lasst euch nicht zum Mittätern machen. Lasst diese Gazetten einfach an den Kiosken. Das trifft sie am meisten. Da gibt es ja auch rücklaufende Zahlen, auch die FAZ, die Zeit und so weiter. Da müssen Leute entlassen. Warum wohl? Da werden die Leute keinen Bock mehr haben, das zu lesen. Aber unterstützt auch die neuen Medien. Wir müssen, und das haben wir mit dem Internet, die unsere eigenen Medien machen. Wir müssen uns selber bilden, wenn die dafür zuständig sind, das leider nicht mehr tun. Ich spreche hier ganz bewusst davon, dass es auch keine Kollegen sind, die dafür noch schreiben und wir dann immer hinter vorgehaltener Hand sagen, ich würde gerne was anderes, aber ich kann ja nicht. Hey Mann, dann trenne ich von deiner Doppelhaushälfte, okay? Also lass dich da nicht irgendwie und such nicht die Schuld bei Leuten, die keine mehr haben. Ja? Wir haben die Möglichkeit, jetzt über das Netz Leute zu mobilisieren und zwar, was ich wollen möchte, ist nicht, dass sie alles nachbeten, was wir senden, ja, sondern dass sie sich selbst Gedanken machen, dass sie sich selber einbringen. Das ist auch der Appell, der ja hinter all dem steckt, was wir tun. Du kannst die Verantwortung nicht delegieren, du kannst sie nicht abgeben, weil du sagst, ich habe vor 4 Jahren Frau Merkel und Herrn Gauck gewählt, die machen zwar jetzt nur Kacke, aber ich bin ja jetzt unschuldig, weil ich habe meine Stimme abgegeben. Ja? Egal, ob du deine Stimme abgibst oder nicht, an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, da musst du deine Stimme erheben und musst auf die Straße gehen, indem du dann auch die unterstützt, die das veröffentlichen. Damit tust du dir selber einen Gefallen. Werde selber zu einem Medium, geh auf die Straße, sei präsent und geh da vor allem gar nicht mehr weg. Und es ist auch dein gutes Recht, weil es ist auch deine Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, dafür werden wir auf die Straße gehen, dafür werden wir weiter auf die Straße gehen, vielleicht unser Leben lang, aber das ist es wert. Vielen Dank, Petra. Vielen Dank, Ken. Ja, noch ein Riesengruß von uns hier, von Hannover aus, nach Kalkar, nach Köln, nach Mainz, nach Berlin, überall, wo die Menschen heute auf der Straße stehen. Hamburg, genau. Also nochmal einen riesen Gruß, vielleicht nochmal mit einem Applaus an alle anderen, die auch mit uns heute bei Ihnen auf der Straße stehen.